Hallo und recht herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal bei einer weiteren neuen Folge Pass of Titans. Freut mich auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast. Hier bei der Überlegung, was ich jetzt mache. In der letzten Folge war ich ja mit dem Deinonychus draußen. Ihr habt gesehen, war sehr wild, war auch sehr friedlich. Also ich habe so viel von anderen Leuten gehört, dass sie einfach nur noch abgefuckt werden. Und ich hatte anscheinend mal wieder dieses berühmte Glück. Das war sehr gut, war sehr amüsant. Aber ich hatte ja wieder zuletzt einen Livestream, möchte mich erstmal an allererster Stelle bedanken. So, ich gehe jetzt einfach mal mit den Latten rein, ich erkläre gleich, was ich vorhab. Ich möchte mich erstmal bedanken für eine Zeit, wo natürlich jetzt viele auch wieder unterwegs sind. Es wird wärmer, okay, Deutschlandwetter, viel Regen aktuell, wieder mal, muss man schon sagen, ne? War ja eine Zeit lang richtig schön. Ich habe keine EP-Boost. Nein, ich bin ja gestorben. Trotzdem muss ich mich bedanken für wirklich, ich glaube, max 22 Zuschauer hatte ich letztens. Das war für meine Verhältnisse richtig schön, richtig stark. Und ja, ihr seid einfach krank, positiv gemeint natürlich. Ich habe auf viele Abos generiert an den Tag wieder. Ich bin jetzt auf 635 Abonnenten. Jetzt nicht nur durch POT, aber POT ist ein großer Bestandteil davon. Ich sollte lieber mal Giftpilze jetzt mal kurz, ne? Ja, sollte ich mal machen. Wo sind die denn? Ist immer schwer, sich zu unterhalten mit euch und gleichzeitig hier richtig zu laufen. Wenn ich eh wüsste, wo das alles wäre. Aber ganz ehrlich, wo genau bin ich denn? Ich gehe mal darüber. Komm, soll der Geiz. So. Und natürlich habe ich aber trotzdem festgestellt, Livestream ist sehr kompliziert geworden in POT. Ihr wollt alle mit mir mitlaufen, das finde ich auch sehr schön. Ist auch alles legitim, alles gut. Nur ich habe gemerkt, ich selbst bin jetzt der Krater. Nicht, dass man zum Krater will, sondern ich bin der Krater. Weil alle dann da sind und man weiß nie, es könnte jede Sekunde ausarten. Ihr kennt ja das Spiel. Ich finde das auch schön, dass alle mitlaufen wollen. Natürlich kündige ich alle mit, immer mit in die Gruppe, weil eigentlich wollen wir auch questen und teilen das dann dementsprechend auch auf. Juhu, Münzen. So. Deswegen, ich weiß nicht, wie ich das zukünftig handhaben werde. Ich habe ja schon den Voice-Chat vom Team her kleiner gehalten, dass nicht so viele sich auf Versehen ins Wort fallen, weil das hat sehr viel Unruhe im Stream gemacht. Jetzt nicht negativ, weil wir lieben uns alle gegenseitig, keine Sorge, aber wenn 5, 6 Leute im Stream sind, ist schwierig. Mein YouTube-Kanal, ich freue mich über jeden, der immer da mitmachen möchte, aber natürlich sollte das auch alles seine Ordnung halten haben. Deswegen mache ich ja auch nur noch... brauche ich nicht. Deswegen mache ich ja auch nur noch 3 Leute, die mitkommen in den Voice Chat. So, das einmal an der Stelle, aber das wissen doch alle schon. Eigentlich wissen das schon alle. Außer jetzt vielleicht die Zuschauer, die jetzt neu sind oder sonstiges. Immer noch Giftpilz, ich muss noch eine Minute warten. Dann werden wir nämlich ein bisschen ernsthaft, du Fetzer, kommt nicht hier hoch. So, und ja, die Ruhe hat man natürlich nicht, das ist... So, ich wollte gerade sagen, wir sind hier gestorben, ey. Hier ist der Kadaver. Oh, ich hoffe, ich krieg hier Knobbys. Kann ich direkt farmen. Und ich hatte jetzt eigentlich vor, in dieser Folge... Nur leider habe ich keinen EP-Boost. Ich wollte jetzt so die Dinos mal so alle, die ich auf heranwachsend habe, die ich verloren habe in Livestreams, mal kurz wieder auf erwachsen bekommen. Also ausgewachsen, das wäre eigentlich ziemlich nice. Bitte, krieg die. Aber mein Glück kriege ich die eh nicht. Und 3, 2, 1, Knobbys. Ich hasse alles. Okay, als Raptor das zu bekommen ist natürlich eh mies. Egal, gehen wir mal dahin. Fahren wir das mal kurz. Leider keine Flowers. Also ich hätte lieber jetzt Flowers und Knobbys gehabt. Aber alles gut. Ist kein Problem. Aua. Boah, so viel Schaden. Kann es sein, dass der Raptor auch mehr Schaden bekommt mittlerweile? Warte. Jetzt nicht. Da war doch dieselbe Höhe, oder? Da haben wir schon mal einen Panzer. Zu Muscheln. Mann. Sorry, ich mir erst wieder mehrere Games zockst. Wirklich, dann hast du auch wirklich Probleme. Weil jedes Game hat eine andere Steuerung. Ist nicht immer einfach. Wollen wir mal gucken, inwiefern wir hier in Ruhe gelassen werden.
Aber ich denke schon. Und gerade Sonntag, 2:30. Das sollte eigentlich relativ gut funktionieren. So. Gucken wir mal, dass wir ihn schnell auf ausgewachsen bekommen. Natürlich packe ich den Raptor eigentlich gerne im Kater. Ihr wisst warum. Aber leider ist der Raptor auch nicht mehr das, was er mal war. Das wisst ihr ja alle auch leider zugute. Was war das denn für ein Wassergeräuscheffekt? Mach mal. Ja, okay, kann man mal machen. Sorry, ich wollte das mal kurz bewerten. So, Panzer. Ich weiß, dass ihr hier seid. Panzer. Jetzt mach's mir nicht so schwer. Ich wollte jetzt eben kurz schnell den Raptor hochleveln. Ja, aber das ist nämlich die Sache. Damals war immer so Questen ab in den Krater. Das war eigentlich immer so dieser Modus. Das kam immer gut an. Aber ist natürlich jetzt aktuell nicht mehr so einfach zu machen. Und leider, zwar letzten Livestream, Gott sei Dank ruhiger, was das angeht. Aber ich bin leider Ziel von Stream-Snipern oftmals negativ geworden. Keine Ahnung, warum sie Spaß daran haben. Vielleicht, weil sie sehen wollen, wie ich getötet werde. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was man davon hat, anstatt lieber mitzulaufen und Spaß zu haben. Keine Ahnung. Hin und wieder, dass man mal gezielt versucht wird zu töten. Mein Gott, ist legitim, macht auch Spaß irgendwo, das ist halt auch ein Survival-Game, ne? Ist ja nicht nur MMO. Aber wie zum Beispiel bestimmte Kandidaten es gezielt mehrfach versucht haben und auch geschafft haben, auch meine Teamkollegen, das ist, ja, ist ein bisschen komisch. Deswegen, ich schaue auf jeden Fall, POT macht mir Spaß, weil POT ist auf jeden Fall, oh, sehr schön, eines der, schade, das war jetzt trotzdem nicht sehr viel, Muscheln schon wieder, ernsthaft? Ich habe hier eben Muscheln noch gesehen. Geschlossen? Egal, oder habe ich die gerade gesehen? Ich habe irgendwo gerade Muscheln wahrgenommen. Egal, das geht ja einfach. Dann machen wir eben mal hier Muscheln. Da sind doch bestimmt safe auch noch welche. Ja. Deswegen muss ich schauen, wie ich das in Zukunft machen werde. Weil, wie ich schon eben sagen wollte, POT ist einfach von dem Spiel her mit der Community das beste Spiel. Du kannst einfach dich gemütlich unterhalten, kannst Questen dabei, aber ich muss mal zum Spiel 1 sagen, das habe ich auch im Livestream ziemlich deutlich gemacht. Ich denke mal, meine Abgefucktheit gegenüber der Grafik. Weil, wenn wir uns mal anschauen, das ist cool, Sound cool, Dino beim Regen, bisschen übertrieben mit den Tropfen, aber okay, lasst es ja mal drüber hinweg. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe Grafik auf Max. Wenn man sich diese Leinwand hier von der Entfernung anschaut, das geht ja noch. Es war noch schlimmer, aber zum Beispiel der Felsen da hinten, das geht gar nicht. Diese Felsen hier, das ist Katastrophe. Die Wolken, was ist das? Das geht wirklich gar nicht. Also, das sind so Punkte, wo ich sage, warum? Es war doch schon schön, macht doch nicht etwas, was schön war, wieder schlecht. Ich kann mir das nur so erklären, dass die Probleme hatten, dass es flüssig läuft, dass es dann vielleicht Lecks gab oder so, keine Ahnung. Also es wird Gründe geben, warum die das gemacht haben. Ist ja nicht so, dass du das einfach machst und das passiert einfach so. Aber naja. Ich glaube, ich habe Sauerstoffmangel, weil mir ist nicht langweilig oder so. Ich gehe manchmal, weil ich Fenster nicht auf habe. Ich glaube, das ist ein Problem. Aber auch gerade frisch gegessen, muss ich auch mal kurz sagen. Ich glaube, das war keine gute Kombi. Oh Mann, ey. Oh, da sind welche. Hab ich gerade nicht gesehen. So, das sollte reichen. Perfekt. Das macht genauso viel wie mehr 70, das andere war. Ja. Oh nö. Dein Ernst? Orte besuchen. Ja, komm. Nehmen wir mal mit. Wie viel gibt denn das?
Guck mal, Orte besuchen. Besten. Dein Ernst? Nur 50? Nee, auf jeden Fall freut es mich auch, dass die neuen Intros gut ankamen bei den Games, dass die Qualität sehr gut bei euch ankam. Freut mich auch. Wie gesagt, ich habe versucht, euch die bestmögliche Qualität zu bieten, die ich nur machen kann. Und ich denke, da bin ich auf einem sehr, sehr guten Weg. Hat auch viel, naja, auch Frust verursacht, weil ihr kennt es bestimmt selber, wenn man irgendwas sich in den Kopf gesetzt hat und es klappt nicht sofort. Ist nicht immer einfach. Aber wer sich nicht durchsetzt, wer nicht weiter versucht, wird es auch nicht schaffen. Ich habe weiter probiert, ist dann geschafft und das war auf jeden Fall sehr schön. Ist, glaube ich, nicht cool. Sollte er den... Aber für 50 Münzen jetzt diesen Weg zu laufen, ist wirklich sehr undankbar. Ja, dann schaffe ich gleich nur einen Dino und... Naja. Schau mal, ich werde mich, wenn ich mich wahrscheinlich auslogge, einen Cut machen. So dass die Folge nicht unnötig in Längen gezogen wird. Ansonsten... Hab ich ja irgendwann mal vor, wenn die Reichweite höher ist, wenn ich die 1000 Abonnenten habe, YouTube-Partner bin, habe ich ja vor, vielleicht mal einen eigenen POT-Server auf die Beine zu stellen. Mit Unterstützung, mit Hilfe natürlich, weil ich selber kann ich YouTube-Kanal und noch das machen. Das ist ein bisschen, würde in den Rahmen sprengen. Von daher. Warte mal, wenn hier doch ein Kadaver ist, dann... Lass mich den doch mal eben snacken. Schon mal kurz Ausdauer tanken. Also da gibt es ja viele Wünsche, was man alles so machen könnte. Ich selber habe ja auch vor, dass man so eine Art, das war schon, so eine Art Arena-Kampf oder wo ich gesagt habe, Preisgeld, dass man mich versucht zu finden. On-Stream, off-Stream, nicht während Streams, sondern off. Mich dann töte, die Trophäe in die Wohnhöhle bringt und all sowas. Aber wie gesagt, das ist alles noch in Überlegung, in Planung. Und da ist sowieso erstmal das Ziel zu erreichen, die 1000 Abonnenten. Ja, das dauert ja noch ein bisschen. Zwar bin ich schon gut vorwärts gekommen, aber ein bisschen muss noch gemacht werden. Also so sieht die Grafik ja wirklich, muss ich sagen, schön aus. Auch das Wasser. Aber ich habe schon immer... Also ich mag den Ort eigentlich nicht zum Questen, aber so von der Optik her ist schön. Also grafisch eine schöne Gegend. Zum Questen, besonders als Raptor, ist nicht so wirklich meins. Ja, einen Tanky habe ich ja leider auch verloren. Muss ich gleich auch mal wieder hochleveln. Das wäre eigentlich cool, obwohl bei 50, das wird nicht wirklich möglich sein. Feldmetzger. Der ist auf jeden Fall deutsch. Feldmetzger. Was bist du? So, perfekt. Wird nicht reichen. Was brauche ich jetzt? Blumen. Ja, okay. Guck mal, das ist doch schon mal nice. Hier haben wir schon mal Lilien. Sind doch Lilien, ne? Warte. Lilien. Perfekt. Haben wir da hinten nochmal ein 5er-Stack. Oh, hier haben wir auch nochmal ein 5er-Stack. Schade, dann fehlt noch ein 5er. Aber das ist nicht das Problem. Das kriegen wir easy hin. Dazu müssen wir nochmal kurz hier hin. Weil hier werden gleich schon welche kommen. Also Blumen mache ich mir hier am wenigsten Gedanken. Ich sagte es gerade, wo noch 5 fehlen und ich wahrscheinlich jetzt suchen werde in der Hölle. Aber ich bin guter Dinge. Aber das sind auf jeden Fall nicht 5. Du kannst davon, glaube ich, immer nur so 2, 3. Ja, 3 Stück. Obwohl da noch welche sind, verstehe ich nicht. Ah, vielleicht wegen Essen? Weiß ich nicht, aber hier sind noch mal welche. Perfekt. Hammer.
Reicht das? Und ganz ehrlich, bevor ich mich auslogge mit ihm hier. Ja, ich denke, das müsste es gewesen sein. Werde ich mich nochmal kurz erfrischen mit Wasser, dass er bei 100% ist. Und dann für die Charakter-Action im nächsten Livestream gewappnet ist. Ich hoffe, er wird gleich groß. Ich wachse noch. Really? Das ist nicht dein Ernst. Ich habe jetzt extra auch gemacht, dass ihr auch bei meinen Aufnahmen meinen Mauszeiger seht, damit ihr seht, wie ich hier am Durchdrehen bin. Ja, das ist natürlich wieder Mobbing vom Feinsten. Jetzt stecke ich hier fest und Seeschwamm. Ach komm. Soll ich euch was sagen? Nee, 25 Seeschwamm mach ich nicht. Der ist off. Komm. Der ist so gut wie ausgewachsen. Wir gehen jetzt rein mit den Tankies, mir jetzt. Kack, egal. Ich pack ihn jetzt hier. Und sage einfach mal, bis gleich. So, jetzt bin ich hier mit dem Tanky. Natürlich auch nicht in der Wohnhöhle, weil ich wurde ja getötet. Hab hier leider auch ein bisschen was zu tun. Oh. Oh, ich hasse das, wenn er den markiert. Ich könnte hier rüber, dann hätte ich schon mal einen Ort und hätte auch wieder Questpunkte. Wie viel macht denn das? Ich denke auch nicht viel, ne? 65. Sammel Branches. Oh, mit Tank. Oh, war das clever? Der Tank hier alleine. Ist was. Weißt du was? Ist mir wirklich egal. Ich gehe jetzt dahin und wenn er ein Problem hat, wieder Knochenbrecher. Provoziere mich nicht. Ich komme in deine Richtung, ich provoziere dich. Aber du mich nicht. Nur ich dich. Ich darf provozieren. Und du? Was tust du als nächstes? Machst du friedlich? Attackierst mich dann? Oder attackierst du mich sofort? Was tust du? Triff deine Entscheidung. Du bist verwirrt, weil du denkst ja, warum kommt der so auf mich zu? Er ist gefährlich. Bin ich nur verrückt? Bist du verrückt? Sind wir beide verrückt? Du weißt nicht, was du tun sollst, ne? Du bist komplett überfordert, ne? Ich auch. Weil ich hatte jetzt kurz Angst, ob du mein Köpfchen beißt. Der muss auch denken, was stimmt nicht mit dem? Gräßlichkeit siegt. Oh, diese Momente. Das sind diese Momente, dafür liebe ich ja das Game. Genau für so einen Scheiß. Oh Mann, ihr kennt mich doch, ich bin nicht normal. Aber deswegen seid ihr ja auch da. Normal wäre langweilig. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wohin gehe ich eigentlich? Was mache ich eigentlich? Was ist mein Ziel? Ah, Branches geht's weg. Ganz ehrlich, ich gehe jetzt in die Richtung. Aber wenn du mich... Oh, soll ich euch richtig hardcore triggern? Ich mache das jetzt. Ich werde so tot sein. Ich bin so irre, ne? Tut mir nichts. Aber man sieht nichts. Scheint niemand zu sein. Nur ein Fischi? Ne, der scheint wirklich weit weg zu sein. Yeah! 78. Aber wieso 78 wurden mir nicht eben gezeigt? Ich krieg dafür 60? Könnt ihr in der Aufnahme, also in dem Video, könnt ihr gerne mal zurückspulen. Ich werde das, ich kann es ja jetzt gerade nicht tun. Ey, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wurde nicht eben 60 Münzen angezeigt? Weil warum habe ich jetzt 78 dafür bekommen, dass ich den Ort gefunden habe? Hä? Okay. Muss ich nie verstehen. Oh. Mischling. Alles klar, dass ich wieder Knobbys finde.
Oh, ich bin ein Fettsack. Oh, Kiefer. Brauche ich auch nicht. Blumen. Brauche ich auch nicht. Ich finde gerade alles, was ich nicht brauche. Ich weiß, die sind ja immer so bei Baumstämmen. Ich weiß ja, wo die sind. Es regnet. Juhu. Ich wusste gar nicht, dass POT in Deutschland spielt. Ist hier noch so ein scheiß Rauch. Jetzt sehe ich noch viel weniger. Ich will doch nur Mischlingpilze haben. Hey, die finde ich doch sonst so easy. Sag mal. Ah, da sehe ich doch schon was schimmern. Weg. Ich brauche die. Sehr schön. Oh, ich denke, wenn alles gut klappt. Ja, das war's schon. Das sind die besagten 20. Die habe ich ja schon fast an dem Ort hier. Also hier an dem gerade. Zwei Stück fehlen nur. Und die sind direkt hier vorne. Easy erfüllt. Ohne Schwitz. Ohne Schwitz. Genau. Ohne Schwitz. Gutes Deutsch. Was brauche ich jetzt? Knobbies. Und da sind die Pilze. Die muss ich mir merken, weil wenn das kommt... Das waren Fliegenpilze. Kann es sein, dass der Tanky mehr Ausdauer bekommen hat? Als sonst? Komm, ich als kleiner Fettsack. Ja, jetzt finde ich überall, ne? Ist so klar. Diese Blume habe ich jetzt eigentlich nicht gesucht, aber ist okay, kann man mal machen. Aber dass der Spino auch alleine da war, hätte ich auch gedacht, ich bin verrückt. Ja, essen. Stimmt, ich kann Kiefernzapfen auch essen. Sag mal, habe ich nicht eben viele Blumen gesehen? Was ist denn los? Ich laufe, mach meine Ausdauer weg. Ich weiß. Enki sollte man nicht andauernd rennen. Aber das mache ich jetzt. Kommt jetzt eh keiner. So, klar. Sag mal, sind hier nicht sonst immer Blumen? Hat ja einer meine Blumen weggeköstet? Hä? Da waren sonst immer Blumen, oder nicht? Ach komm. Du willst mich doch jetzt nicht hier verarschen. Kann ich nicht essen. Weil ich eine andere Fähigkeit habe. Sag mal. Waren das jetzt auch mal Blöcke oder nicht? Dann gehe ich mal nach da oben zu den grünen Plantagen. Hoffe ich, dass es da anders ist. Na komm, du süßer Fettsack. Wie sieht denn der Regen hier aus? Ja. Zum Glück nicht mehr so ölig. Ja, hier sind die Flowers. Alles gut. Und Knobbies. Okay, da waren keine Flowers. Ich habe gedacht, das wären Flowers. Kann man mal verwechseln. Aber hier sind auf jeden Fall auch gleich Blumen. So, und einmal hier rüber. Bitte bleib nicht stecken. Du bleibst stecken. Weil du ein Fettsack bist. Aber ein süßer Fettsack. So, jetzt noch Blumen. Die werde ich bestimmt hier vorne finden. Aber da waren doch immer Blumen, wo ich vorhin war. Ich so. Ich denke auch nicht, dass jetzt hier einer war und hat was gequestet. Ah, das sind jetzt Blumen, aber so, genau so hatte ich das immer in Erinnerung, auch bei der einen grünen Fläche. Hat vielleicht jemand?
Vielleicht der Kollege von vorhin? Nee, kann nicht sein. Die werden schon wieder nachgespawnt. Nein, das reicht nicht. Oh nö, das ist Mobbing. Oh nö. Oh nö. Mobbing. Aus einer Blume. Irgendwie. Oh, ist dunkel. Kann sein, dass es dunkler geworden ist? Boah, jetzt schon so gefühlt ein bisschen Nachtsichtgerät hier, ey. Boah, Tank hier auf ausgewachsen wieder zu bekommen, ist auch sehr langlebig. Aber ich habe ihn ja zum Glück schon bald. Dann gehen wir jetzt hier hin. Hier sind Safe Blumen. Die sehe ich doch schon. Ja. Sehr schön. Dann haben wir das auch. 120. Sehr schön. Komm, dann essen wir auch mal direkt. Machen wir uns mal voll. Was haben wir dann? Kiefernzapfen. Okay. Das ist eigentlich auch nicht schwer. Du bist ein Fettsack. Ist doch sehr lange. Aber bis... Oh, Glühwürmchen. Glühwürmchen. War schön. Kiefern. Kiefern, Kiefern. Natürlich jetzt besonders geil. Weil man sieht... fast nichts. Ah, warte. Noch nicht welche? Nee. Ich sehe gar nichts. Ich renne trotzdem. Kieferzapfen sind eigentlich mega easy. Also da hatte ich eigentlich auch nie Probleme. Die sind gut zu sehen, diese grünen, giftigen Tannenzapfen. Kannst du auch nicht übersehen. So leuchten die. Aber jetzt gerade... Ich hoch? Ja. Oh, wie viel brauche ich denn? 35. Ich sehe wirklich nicht viel. Ah, da sind welche. Sehr schön. Wie viele Stacks sind denn das hier? 10? Oder? 9. Ist ein Stack immer 9? Kann das sein? Ich denke, weil eine ungerade Stackzahl wird es eigentlich nicht geben. Also sonst hätte es jetzt 10 sein müssen, wenn 2 5er sind, da sind wir welche. Dann müssten wir jetzt 18 bekommen. Wir warten. Und er hört bei 18 auf. Gut, dann sind das immer 9er Stacks. Gut zu wissen. Ja, tut mir leid, ist sehr dunkel auch für euch wahrscheinlich. Kann ich gerade nicht ändern. Ich kann nichts dafür, dass wir hier die ganze Zeit in Deutschland rumlaufen. Auch gerne lieber, keine Ahnung, in den tropischen Orten jetzt hier rumlaufen. Flowers. Der Durst habe ich auch langsam, ne? Ah, Kiefern. Ich echt aufpassen, dass ich hier mit meinem Tank nicht verdurste, ey. Mich alleine muss ja darauf achten. Da sind noch mal welche. Und damit haben wir schon mal das erreicht. Wird wahrscheinlich nicht ausreichen. 96 sogar. Stark. Was brauchen wir jetzt? Fliegenpilze. Das habe ich noch gesagt. Das müssen wir uns merken. No, verzack.
ja. Ganz ehrlich, da ich auch keinen Bock habe zu verdursten, gehe ich mal Richtung Wasser. Und ich glaube, an der Seite. Waren die da nicht irgendwo? Ach, ist egal. Geh mal erstmal was trinken. Boah, Folge geht auch schon wieder eine halbe Stunde. Die Zeit immer vergeht, ey. Guck mal, man kann es ja nicht immer haben. Okay, ich habe jetzt einen Dino getroffen, habe es ein bisschen provoziert. Nichts passiert. Aber ich denke auch, er hatte gar keinen Bock. Er dachte sich, Alter, der ist so dreist. Den greife ich nicht an. Deswegen, Dreistigkeit siegt manchmal. Nicht immer. Aber oft. Der Fitzsack hat schon wieder Hunger. Ich laufe ja auch die ganze Zeit, ne? Aber ich will auch nicht die ganze Zeit wie in den Livestreams so ganz langsam laufen. Da kann ich mir das erlauben. Aber nicht in einer normalen Aufnahme. Ne, du? Das machst du fein. Ja, dann haben wir irgendwie zwei fast auf ausgewachsen bekommen. Ja. So ein bisschen nicht so Ziel erreicht. Ja, aber mein Gott. Ist fast geschafft. So, hier sind ja auch Kiefernzapfen eigentlich. Irgendwas zu essen ist ja hier auch. Schade, ich hätte gedacht, ich habe hier direkt welche. Komm, dann würde ich nämlich... Ah, doch, siehst du. Oh, Delta, heute bist du richtig gut unterwegs. Dann würde ich sagen, während ich diese Kiefernzapfen esse, bin ich ganz knapp. Ich kann leider auch keine Quest abholen. Sehr, sehr schade. Würde ich sagen, ich verabschiede mich für die Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. War jetzt ein bisschen ruhiger, gemütlich questen, mit euch quatschen. Ihr könnt... Ich habe mal folgende Idee. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was wollt ihr wissen? Also ihr könnt ja mal gerne, weil ich würde gerne jetzt ein paar Aufnahmen auch alleine machen und mal so ein bisschen auf euch eingehen. Im, jetzt wollte ich schon im Chat sagen. Ich wollte nie ein Livestreamer werden und jetzt merke ich, dass ich schon langsam so anfange und schon so quatsche. Ihr Fragen an mich? Ja, auf Discord natürlich. Könnt ihr mich auch fragen. Wenn ich allen antworten kann, ist immer so ein bisschen fraglich. Aber jetzt hier, ich kann nur auf einzelne Fragen eingehen. Vielleicht mache ich das mal. Ihr stellt mir mal in den Kommentaren ein paar Fragen. Ich blende diese Frage ein. Und dann beantworte ich die. Wie wäre es das? So kann man mal ein bisschen questen, Fragen beantworten. Also ich hätte Bock. Wenn ihr Bock habt, stellt mal ein paar Fragen in die Kommentare. Jeder eine. Oder zwei, je nachdem. Wenn ich keinen Kommentar habe, weine ich. Aber kann man nicht ändern. Ist nur ein Vorschlag. Also schreibt gerne was und dann gehe ich drauf ein. Ich würde sagen, ihr Fettsack hier. Der ist jetzt nochmal eben. Ich gehe nicht in die Wohnhöhle. Ich locke mich auch hier direkt aus, weil ich brauche keinen EP-Boost dafür. Definitiv nicht. Und wir sehen uns das nächste Mal. Euer Delta07. Ciao. Jetzt habe ich schon wieder fast hier... Siehst du? Ich muss einfach die Folge beenden. Ich kann nicht mehr reden. So, jetzt aber. Tschüss.